Legen Sie sich alle benötigten Werkzeuge parat. An dem Einbauort sollte die Abflussverrohrung bereits vorbereitet sein. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie alle Einzelteile. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf seine Vollständigkeit. Zur Vorbereitung des Tragrahmens bringen Sie an den Seiten, welche anschließend an den Wänden anliegen, einen Streifen des Schallentkopplungsbandes an. Positionieren Sie anschließend den Bartablauf in der gewünschten Richtung auf dem Tragrahmen und fixieren Sie diesen mit den beigefügten Schrauben unterseitig am Tragrahmen. Beachten Sie, dass die Schrauben mit einem Spiel von ca. 5 mm eingestellt werden. Anschließend stellen Sie den Tragrahmen an die gewünschte Einbauposition. Drehen Sie die Stellfüße so, dass diese eine gute Befestigungsmöglichkeit bieten und zeichnen Sie die Bohrungen an. Stellen Sie nun den Tragrahmen zur Seite und bohren Sie alle Befestigungspunkte. Saugen Sie die Bohrlöcher aus und schlagen Sie alle Dübel in die Bohrlöcher ein. Richten Sie nun den Tragrahmen erneut aus und setzen Sie anschließend die Befestigungsschrauben ein. Ziehen Sie nun die mitgelieferten Schrauben fest an. Mit einer Wasserwaage lässt sich der Tragrahmen ausrichten. Die Stellfüße sind mittels Schraubendreher in der Höhe verstellbar. Nun erfolgt die Verrohrung des Abflusses. Prüfen Sie die Verrohrung nach dem Einbau auf ihre Dichtheit. Schneiden Sie vor der Montage des Duschbodenelements die Ecke des dichtbaren Überstandes weg. Für die Montage des Duschbodenelements versehen Sie nun die Oberseite des Tragrahmens gleichmäßig mit dem mitgelieferten Klebstoff HB45. Legen Sie anschließend das Duschbodenelement passend auf dem Tragrahmen ab. Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsbahn an der Wand nach oben ragt. Verschrauben Sie den beiliegenden Losflansch mit dem Bodenablauf. Beschweren Sie das Duschbodenelement für ca. 12 Stunden mit Gewichten von ca. 80 bis 100 kg. Für die Fertigmontage des Bodenablaufs setzen Sie zuerst den Sperrwasserbecher ein und anschließend das Tauchrohr hinein. Positionieren Sie nun den Höheneinstellring. Mittels eines Gliedermaßstabes messen Sie nun die geplante Höhe der Fliesen inklusive Fliesenkleber, um den Höheneinstellring auf die passende Höhe abzulenken. Abschließend wird der Einlaufrost mit seinem Rahmen oben eingesetzt. Um die fest angebrachte Dichtbahn des Duschbodenelements wasserdicht mit der Wand bzw. dem Boden zu verbinden, verwenden Sie die Dichtmasse Ottokoll M500. Bei geplanter vollflächiger Verlegung von Dichtbahnen sollte der Flexkleber Ardex X77 verwendet werden. Um die Ecke wasserdicht abzudichten, verwenden Sie die Anschlussdichtstreifen-Innenecke. Zum Schluss bringen Sie einen Dichtbahnwinkel in der Innenwandecke des Duschbereichs an.